Was soll ich eurer Meinung nach tun? Wir möchten, dass ihr dort hineingeht und das Labyrinth öffnet, ehe wir die gesamte Streitmacht hineinschicken und ihre wahre Größe enthüllen. Hanin und Gabrielle können euch die Schlachtpläne für die Eingreiftrupps der Krieger und der Magiergilde erläutern, die hinter euch nachrücken werden. Ich werde mit Hanin und Gabrielle sprechen. Rums. Alter, wie viel Gold wir kriegen. Die endlose Treppe. Der letzte Ansturm. Begonnen. Sprechen mit zwei Leuten. Und wir haben natürlich wieder gleich zwei direkt auf einmal. Das geht aber richtig fix hier, dass wir hier so viel auf einmal kriegen. Hier mehr Magieresistenz ist hier nie verkehrt. So, und wo war das hier? Lebensregeneration auf 5. Erhöht hier. Dann gibt es hier oben. Gewährt euch eine Chance von 10, aus normalen Rohstoffen die doppelte Menge zu erbeuten. Uiuiui. Aber 10% ist ehrlich gesagt nicht so viel. Aber cool. Gesundheit um 5% erhöht, ey. Was habe ich für eine Lebensregeneration gerade? 506 und was? So, wir haben 15.000 Leben und alle 2 Sekunden kriegen wir 536 Leben zurück. Das ist nicht so viel eigentlich. Das ist sogar das niedrigste von beiden. Naja. Achso, ich soll erstmal hier ansprechen. Die Kriegergilde ist bereit, euch in das Herz von Molagbals Versteck zu folgen. Wir werden euch nicht enttäuschen. Ja, das sagte ihr, würdet mir in den Plan mich in den Plan einweihen. Natürlich. Wir haben bereits eine kleine Streitmacht ausgeschickt, sozusagen als Ablenkung. Während sie den Feind beschäftigt hält, könnt ihr vorbeischlüpfen und das Labyrinth öffnen. Während ihr einen Weg freimacht, gehen die Soldaten der Kriegergilde hinter euch in Stellung und halten die Front. Ich kann also mit Hilfe rechnen, wenn ich da drin bin. Ihr werdet euch sputen müssen. Eine große Streitmacht würde nur Aufmerksamkeit auf euch ziehen und euch verlangsamen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch einen unserer Soldaten aussuchen, der mit euch gehen soll. Doch mehr Begleiter wären eher ein Hindernis als eine Hilfe. Ich wünsche euch viel Glück dorthin. Sehr gut. Die Magiergilde steht bereit, um ihren Teil für dieses Unterfangen zu leisten. Ich wünschte nur, dass ich so viel Selbstvertrauen wie Vanus Galerion hätte. Wir stehen hier ein paar überwältigenden Ungleichheiten gegenüber. Versteht ihr? Vanus sagte, ihr würdet mich in den Plan einweihen. Molagbal setzt Taktiken ein, die jenen ähneln, denen wir uns schon am Abgrund gegenüber sahen. Er hat ein Portal errichtet, um seine Truppen möglichst schnell verlegen zu können. Wenn ihr dort hineingeht, um das Labyrinth zu öffnen, müsst ihr dabei auch dieses Portal schließen. Warum schicken wir nicht eine große Streitmacht? König Dinar besteht darauf, dass der erste Angriff schnell und präzise erfolgt. Er will nicht, dass euch eine ganze Armee in die Quere kommt oder Molagbal auf gleiche Weise zurückschlägt. Ihr habt euch immer und immer wieder bewiesen. Wir glauben fest daran, dass ihr es schaffen könnt. Wollt ihr mich auf... Ja, dann wollt ihr mich begleiten? Ich? Wirklich? Es wäre mir eine Ehre. Aber ich glaube, euch wäre derzeit besser mit jemand Kriegerischerem gedient. Ich bin sicher, dass wir uns irgendwann über den Weg laufen werden. Ich werde die Bewohner von Nirn nicht im Stich lassen. Ich werde euch da drin sehen. Ich hoffe, wir sehen uns da drin. So. Nachdem ihr das Verstärkungsportal unschädlich gemacht habt, werde ich zu euch aufschließen, bevor ihr das Labyrinth betretet. Wir werden diese Ebenenverschmelzung gemeinsam aufhalten. Wir müssen es schaffen. Okay, die hat selbst gesagt, du bist Magie-Spezialist, deswegen nimmst du lieber einen Nahkämpfer mit. Darin kann ich überhaupt nicht mitleiden. Natürlich nehmen wir Cadwell. Ah, wird auch Zeit, dass ihr herkommt, alte Freundin. Übungen sind ja gut, aber wenn ich noch lange so weitermache, bin ich nutzlos im eigentlichen Kampf. Ich könnte eure Unterstützung brauchen, sobald der Ansturm beginnt. Eine Obliegenheit? Wie wunderbar! Ich werde an eurer Seite in die finstersten Tiefen übelster Verkommenheit schreiten. Unsere Waffen hoch erhoben und strahlend im Feuer ewiger Rechtschaffenheit. Ihr ehrt mich an diesem Tag, meine Freundin. Nur allzu gerne nehme ich diese Mission an. Begleitet mich beim ersten Ansturm. Spielt doch das Spiel selbst, wenn ihr die anderen sprechen hören wollt.
Mein Schwert gehört euch, treue Weggefährtin. Gemeinsam werden wir das schöne Reich Kalthafen schützen. Und vielleicht mag es uns sogar gelingen, jenes hässliche Rattenloch zu retten, das ihr eure Heimat nennt. Triumph! Dein Name ist Catwell. Hat er gerade Nirn beleidigt? Hässliches Rattenloch, alter Schwede. Das ihr eure Heimat nennt. Boah, wenn ich das sage, ey, dann wird man mich hassen. Das lasse ich lieber. So. Gut, wir sind hier fertig. Habt ihr schon einen Gefährten als Begleitung ausgewählt? Wenn ihr mehr Zeit braucht, um mit euren Freunden zu sprechen, dann nehmt sie euch bitte. Das könnte eure letzte Chance sein. Wenn ihr bereit seid, bekommt ihr endgültige Anweisungen von mir und wir können mit unserem letzten Angriff beginnen. Ich bin bereit. Nun gut, kommt mit mir und ich erläutere euch die genauen Details eurer Mission. Ich hoffe, dass das Labyrinth wirklich ein Labyrinth ist und das nicht irgendwie, ja, das so plipelapo, wie wir das gesehen hatten, denn wo war das, grüne Schatten? Wir waren ja irgendwo, hatten wir auch schon mal so ein Labyrinth. Nein, das war ein Malabeltor, glaube ich. Da war ein Labyrinth. Aber das war sowas von unschön und klein. Ich hoffe, das hier ist riesig. Aber ein Labyrinth mit Monstern, das wäre geil. Sowas ungefähr wie in Skyrim, wo wir da mal gesehen hatten. Das fand ich doch auch cool. Unsere Kräfte haben sich vereint. Und es ist an der Zeit, dass wir schnell und hart zuschlagen. Die Zeit läuft gegen uns, deshalb müssen wir jeden Augenblick nutzen. Die Truppen sind bereits drinnen, kämpfen und verteidigen ihre Position. Dadurch lenken sie die Aufmerksamkeit auf sich, sodass ihr euch darum kümmern könnt, dass Molag Bal keine Verstärkung herbeirufen kann. Beim Erstschlag wird Catwell euch unterstützen. Lasst euch nicht von seinen schrägen Scherzen täuschen, denn sein Herz ist voller Mut und schließt das Verstärkungsportal. Das hat oberste Priorität. Gabriel und ihre Streitkräfte werden dann zu euch stoßen, um das Labyrinth zu stürmen. Wenn das Labyrinth geöffnet ist, müsst ihr euch in Molag Bals Allerheiligstes durchschlagen. Und das Portal zum Ebenenstrudel finden. Das ist euer Endziel. Wenn wir die Ebenenverschmelzung aufhalten wollen, müssen wir den Ebenenstrudel zum Erliegen bringen und seinen zerstörerischen Sturm beenden. Nehmt euren tapferen Begleiter und marschiert weiter. Schließt das Verstärkungsportal, damit unsere Streitkräfte Krieg führen können gegen den Dädrischen Fürsten. Dann öffnet das Labyrinth und führt uns zum Ebenenstrudel. Unser Schicksal liegt in euren Händen. Geht zum Verstärkungsportal. Ja, dann... Noch ein letztes Abenteuer, alte Freundin. Einen letzten Sprung ins Feuer. Außer natürlich, wir überleben. Aber wie wahrscheinlich ist das schon? Die endlose Treppe entdeckt. Huch. Ich liebe es, was der dunkle Fürst mit diesem Ort gemacht hat. Einfach wunderbar. Eine Schande, dass wir mit einer Armee hier durchmarschieren müssen. Soldaten achten selten auf ihren Schritt. Das ist so heftig, ja. Kriege. Alter, was ist das da hinten? Das sieht so ein bisschen aus wie ein Dolmen. Aber wir müssen noch einmal zurück nach Vulkewacht, unser Inventar ausleeren. Den Wegschrein der endlosen Treppe entdeckt. Ich muss auch sagen, der letzte Wegschrein... Wenn ich nicht wüsste, dass das Spiel weitergeht, würde ich jetzt schon sagen, dann ist das hier der letzte Wegschrein des regulären Spiels. Es wird kein Wegschrein danach kommen.
Tja, dann werden wir noch ein letztes Mal, wenn es geht, nach Wohlgewacht reisen. Wie gesagt, wenn es geht, irgendwie geht's nicht immer. Ah, jetzt geht's. So, nochmal zurück. Die Musik, ne? Ihr wisst es aber nochmal wissen. Das Laden dauert ja richtig lange im Moment. Und prompt war das Spiel da. So, dahin. So, ein bisschen mehr Laden. Willkommen, meine Frau. Ups, falsch. Ja, rede. Willkommen, meine Frau. So, 100 Tragekapazität. Unglaublich, dass wir es noch im regulären Spiel sehen. Ich will mal ein anderes Pferd haben hier im Moment. Begleiter, so. Zombie-Pferd. Ich nehme den Löwen, glaube ich, oder? Ja, ich nehme den Löwen. Tiger, Entschuldigung. Tiger ist auch so eine Seltenheit. Den kriege ich nämlich gar keine mehr. Das war nämlich eine Exklusivgeschichte für Abonnenten. Ich könnte mal sogar sagen, werden wir hier. Da war. Die vom April bis zum Start Abonnent waren. Also sprich von 2014 April. Halt's Maul, du Penner. Von April 2014 bis hin zum. Ja, zum Start von Tamriel Unlimited. Wie viel Zeug wir haben, ey, das ist der Hammer. Warum kriegen wir eigentlich nicht so viel Meteoritscherben? So, wir haben. Den wir lernen können. Das finde ich gut. Ja, nur ein Analyseplatz. Finde ich schade, weil jetzt muss es verwertet werden. Oh, da gab es einen D3 jetzt oben drauf. Die sind selten. Schaut. 40 im Kraut. Das ist der Hammer. Und Raulederfetzen, endlich mal. Die haben wir auch so selten. Veredelungsexperte, Errungenschaft. Und endlich mal hier, guck mal. Zeug zum Erlernen. Ein Tag. 6 Tage. Die Chancen stehen gut, dass wir irgendwann tatsächlich Shalidos Rüstung kriegen können. So. Huch. Achso, das ist der Handweg, schrieb. Ich wollte schon sagen, was ist denn das für ein Viech da? Das muss neu sein. Aber es ist nicht neu. Eibe und Birke. Auch selten. Ja, die
die Zähne. Ne, ich habe ja gesagt, ich wollte ja noch mit dem Zeug, also mit dem Verbessern der Rüstung, warten, bis ich, ach echt nur 8, bis ich wieder Rang 2 habe. Aber wenn das, wenn ich tatsächlich nur so wenig Rauleder habe, dann ist es ja schon fast egal. Ach, Leder brauche ich nicht, Crashfasern brauche ich. Und davon habe ich tatsächlich 44 in der Bank. Ja, das geht noch. Ja, ich werde mal kurz mal eben verkaufen, und zwar die, ja, das erstmal, und die Glyphen, die Teil davon werde ich verkaufen, nicht alles. Die mit dem niedrigsten Wert. Oder mit dem Status. Starke, die haben 225. Da, guck mal, 125. Das kann man weg, und Ausdauer haben wir sowieso nicht. Ich gar nicht. Frost. Kälteschaden. Ja, das kann man mal so lassen. Dann nehmen wir einen weg. Leben behalte ich. Ja, ich glaube, das kann man jetzt so lassen. Was hat denn der? Die Dädra warten auf euch. Ja, gut. Dann gehe ich noch mal kurz zur Bank. Einlagen. Und... Bleibt von mir weg, Langfinger. Ups. Kurz auf dem Spiel, aus dem Spiel geklickt. Hat das Spiel nicht gemocht. Dann gehe ich noch mal kurz alles einlagern. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge in Kalthafen wieder. Und dann machen wir die... Was war denn das gerade? Und dann machen wir die... große Treppe bzw. das Labyrinth.